Wahl-O-Mat oder gleich die Kandidaten fragen. Frage 5. Geldsystem. Warum gibt es immer wieder Kriege? Warum Wirtschafts-, Finanz-, Banken-, Gesellschaftskrisen? Mit so viel Leid. Kann das angeblich am höchsten entwickelte Lebewesen auf diesem Planeten dafür keine Lösung finden? Warum beschäftigen sich Politiker stattdessen mit solchem Quark wie Krümmungsgraden von Bananen und Gurken? Weil wir diese Lösung nicht einfordern. Eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die von den Machern des Wahl-O-Mat überhaupt nicht berücksichtigt wird, ist das Geldsystem. Das heutige Geldsystem führt meines Erachtens zu allen Krisen und Problemen auf dieser Welt. Ausgenommen natürlich viele kleine und große persönliche Krisen, die Menschen nun mal so haben. Wie fast jeder schon einmal von seinen Vorfahren erfahren hat, Geld regiert die Welt. Es folgt logisch daraus, wer das Geld regiert, regiert die Welt. Im Dezember diesen Jahres jährt sich zum 100. Mal die Gründung einer Institution, die seitdem die Welt in ihren Krallen hält. Wissen Sie, welche verhängnisvolle Institution ich meine? Als Politiker kann man am Ende nur durch die Verteilung des erarbeiteten Reichtums der Gesellschaft auf die unterschiedlichen Aufgaben und Bereiche wirksame Politik machen. Immer geht es um Geld. Deshalb ist es natürlich naheliegend, vom Politiker zu fordern, dass er zu diesem Gebiet nicht nur rudimentäre Kenntnisse hat. Wissen Sie, wie das Geld und das Geldsystem funktioniert? Haben Sie sich damit intensiv befasst? Wissen Sie, dass wir ein Schuldgeldsystem haben, in dem jedem Geldguthaben auch eine Schuld, in der Regel Kredit, gegenübersteht? Wenn Schulden also komplett zurückgezahlt werden würden, das ganze Geld verschwindet. Ja, sogar ein Minussaldo entsteht, da die Zinsen bei der Geldschöpfung nicht berücksichtigt sind. Wissen Sie, dass der Zinseszins eine Exponentialfunktion darstellt und notwendigerweise zu einer krebsartigen Entwicklung führen muss, weshalb jedes Zinsgeldsystem bisher gescheitert ist? Wissen Sie, dass Banken gar nicht Kundeneinlagen weiterverleihen, sondern hauptsächlich Kredite aus dem Nichts erschaffen, also einfach durch Buchungen im Computer herstellen und für nichts natürlich außerordentlich hohe Zinsen einfordern? Wissen Sie, dass deshalb die Finanzkrise überhaupt nicht ausgestanden ist, sondern erst noch richtig losgehen wird? Vielen Dank für Ihre Antworten.